Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von unserem Keduma Marionettentheater. Heute ein ganz persönliches Video über Gus, also Gretel und Zauberer Zoppo, Staffel 2, die Entstehung und die Gedanken dahinter, die Ursprünge von A bis Z. Und da bin ich natürlich nicht alleine. Ich, Sud James, mache das Ganze hier heute mit Sandy M. Ja, und jetzt ist es mir natürlich eine ganz, ganz große Freude, Sandy M. zwar nicht bei mir zu haben, aber live zugeschaltet. Erstmal hallo Sandy, ich hoffe, dir geht's soweit gut. Hallo zusammen. Ja, ne, bei schönem Wetter, da geht's eher jeden gut, oder? Sollte zumindest eigentlich. Ja, ne, denke ich auch. Ja, also, ja, cool, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst für das Making-of von der zweiten Staffel von Gus, also von Gretel und Zauberer Zoppo. Und in Staffel 2 bist du zwar als Sprecherin nicht zu hören, aber du hast ja einige Szenen mitgedreht. Ein paar Außenszenen für die Vogelwelt und du, was natürlich noch wichtiger war, du hast mit mir zusammen die Geschichte überhaupt entwickelt und da würde ich natürlich gerne mal wissen oder unsere Zuschauer, unsere Zuhörer einfach mal wissen, wie war so für dich der Entstehungsprozess und an was denkst du gerne noch daran zurück? Oder gibt es eine Lieblingsszene von dir aus der Geschichte? Weil du hast ja das fertige Material selber noch nicht gesehen. Du kennst ja aktuell nur die Geschichte, wie sie quasi aufgeschrieben ist. Ja, also ich fange mal erstmal klein an. Das Entstehen, das war eigentlich zweierlei. Mit den Dreharbeiten war ich ja auch öfters unterwegs. Dementsprechend mit dem im Hintergedanken, hey, so, ne, genau dieses Thema, das ist gerade zurzeit gefragt, geht man natürlich offener durch die Weltgeschichte. Man sieht es. Ja. Und natürlich, man filmt. Ne, man schnappt sich direkt das Handy und sagt, okay, ne, erstmal festhalten. Und absolut. Ja, ne? Manchmal war ich dann halt nicht ganz so schnell für die Tierwelt, ne? Da war die Tierwelt schneller als ich. Aber wiederum, ne, sind es auch schon so ein paar Videos geworden, ne, wo ich teilweise sogar mir dachte, hey, okay, dass ich das jetzt auf nehmen konnte, ne? Damit hätte ich selbst nicht gerechnet, ne? Weil halt, ich kann mich erinnern an einem Video, das war extrem nah vor meinen Augen. Wo ich mir dachte, okay, ja, das Handy, wenn ich das jetzt raushol, der Vogel, der fliegt weg. Aber der blieb. Ja. Und das ist auch so etwas, wo man sich denkt, wow, okay, ne? Also da ist mit offenen Augen, mit doch, was heißt denn? Kann man Zufall dazu sagen? Ne? Also ja, man hat so großes Zufall, Glück, ja, ne? Genau, ja, ja, richtig. Das auf jeden Fall, man hat großes Glück gehabt, genau, zu, ne, das nämlich filmen zu dürfen. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, da müsstest du mir helfen. Ein, zwei Fotos, glaube ich, habe ich auch, oder? Ich mich da auch. Boah, jetzt muss ich selber überlegen. Ich weiß nicht. Ja, also Fotos, ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die es ins endgültige Projekt geschafft haben. Also ich weiß, es ist einiges gewesen,
Aber ich bin mir jetzt unsicher, ob wir alles nehmen konnten. Weil einige Szenen, die wir auch zum Beispiel im Landi gedreht hatten, wo du ja nicht dabei warst bei den Dreharbeiten, da gab es auch einige Szenen, wo wir gesagt haben, sieht cool aus, aber im Nachhinein passt es nicht für Staffel 2. Das heben wir uns dann halt auf als Archivmaterial für Staffel 3. Deswegen weiß ich jetzt nicht, bei welchen Sachen, also weiß ich jetzt nicht auswendig, welche Sachen, die du gedreht hast, jetzt nochmal endgültig in Staffel 2 mit dabei waren und andere, wo man dann sagt, es ist geil, aber es passt jetzt gerade einfach nicht, heben wir uns dann auch für Staffel 3, ne? Aber ja, also es war schon eine kleine Sammlung da, also das auf jeden Fall. Ja, man geht, ja, man guckt, man denkt sich seinen Teil, man muss ganz zügig handeln, also im Grunde, das muss man eigentlich doch schon, ne? Und ja, ne? Also das war ja schon, ne? Was dann im Endeffekt dann, ich sag mal, übernommen wird, ne? Beziehungsweise ob es auch passt, ne? Da ist es ja natürlich auch. Ja. Denn ganz ehrlich, man weiß ja das ungefähr, ne? Und wenn man gefühlt immer nur irgendwie im Wald irgendwas hat, ne? Oder im Park, ja, okay, grün ist schön, aber was hat im Grunde das Grüne oder die grüne Szenerie zu tun mit etwas, was normalerweise war es ja die Invasion der Vögel, ne? Richtig, genau. Und ja. Was heißt, die Invasion der Vögel findet nicht nur im Wald statt. Ne? Also, absolut. Sprich, wo sind die Städte, wo sind irgendwelche Gärten, wo sind, weiß ich doch nicht, fliegende Vögel, die vielleicht irgendwie auf Kamikaze-Aktion sind, die, wo man sich denken könnte, okay, das sieht gut aus, ne? Und das wäre gut. Menschen siehst du jetzt auch nicht, ne? Dass du sie frontal, ich sag mal, filmst, ne? Ja, also, genau. Wäre okay, ne? Mhm. Aber ich sag mal so, ja, ne? Das auf jeden Fall. Du musst mir gleich nochmal mit den, das waren ja schon einige Fragen. Ja. Mit Entstehungsprozess in dem Bereich, mit den Videos beziehungsweise eventuell auch Fotos. Aber um ehrlich zu sein, ich habe im Hinterkopf, dass da Fotos mal ich gemacht habe. Ja. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt auch nicht mal mehr 100 Pro. Wie viele oder welche? Genau, also ich könnte es jetzt auch auswendig nicht sagen. Also, ne, die Sachen, die es in Staffel 2 nicht reingeschafft haben, die werden dann sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle in Staffel 3 zu finden sein. Und ich sag mal, wir werden ja auch weiterhin immer mal wieder die Augen aufhalten, ne, weil Staffel 3 bezieht sich zwar nicht mehr allzu sehr auf die Vogelwelt, aber ganz davon weg kommt man natürlich auch nicht. Ne? Also es ist natürlich kein Hauptaugenmerk wie jetzt in Staffel 2, aber die sind in Staffel 3 natürlich auch nicht einfach so, zack, jetzt sind sie wieder weg. Ne? Vor allen Dingen gibt es auch immer wieder mal Außenszenen, ne? Beziehungsweise wo genau. Dann man, weiß nicht, allein auf der Straße ist und zack, 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 ist da der Vogel oder so. Richtig. Oder im Wald. Im Bereich vielleicht mit dem Schreiben. Da ist eher etwas gewesen, wo ich in dem Sinne, wie viel Information habe ich bekommen? Im Grunde nur Invasion der Vögel soll es heißen, ne? Ja, also, ja, im genau. Im Grunde dazu das war's. Also auch so ungefähr. Auf was für eine Art und Weise, was für ein Weg die Geschichte sein soll, dass er so ein mehr war das auch so ein Horror-Thriller-mäßig. Ja, genau, ja, richtig. Und auch, aber auch mit dem Touch von, es soll auch
so Szenen zum Schmunzeln da sein. Genau, das richtig. Das war so die Aufgabe für mich. Genau. Wo ich auch, also klar, ich liebe Herausforderungen. Und dementsprechend habe ich mir selbst schon gedacht, okay, auf was für einen Weg, ne, was für einen Pfad schlägst du ein, wie wir das enden, ne? Schaffst du das oder überhaupt nicht? Weil ich eigentlich, ich bin überhaupt kein Mensch, der irgendwie Horrorfilme sich anguckt oder irgendwelche Horror-Thriller sich anguckt. Da hatte ich genau die richtige an der Hand, ne? Oh ja. Also ja, gerade, ne, ja. Wenn ich aus dem Nähkästchen jetzt plaudern darf, wenn ich einen Clown sehe, dann ist alles schon aus bei mir und dann soll ich einen Horror-Thriller neu schreiben. Es war sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. War so. Aber hey, und wenn man dann auch nochmal dann sich überlegt, dass in der Geschichte tatsächlich ich dann auch in gedanklich so ein Clown dann auch noch so ein Horror-Clown mit eingearbeitet habe. Ja. Da bin ich selbst, hab ich's von mir selbst abgehauen. Aber okay. Aber quasi vom Horror-Thriller zur Kindergeschichte. Ja, das war der, die große Wende dann im Nachhinein, ne? Ja, ja. Die Geschichte, die wurde geschrieben, die war fertig und die wurde dann doch im Grunde im Endeffekt dann halt, dann, ich sag mal, zu einer Kindergeschichte umgewurstelt, ne? Ja, umgewurstelt, genau. Ja. Ich hab jetzt sofort gesucht. Aber so viel Einblicke habe ich jetzt so auch in dem Bereich gar nicht gehabt. Was aber auch wiederum ein großer und ein sehr krasser Cut ist, ne? Ja. Wenn du da mal überlegst vom Genre her, ne? Wie ist es aufgebaut? Was für Szenen gab es? Wo ich mal dachte, okay, komm, okay, wenn du das jetzt so und so schreibst, sogar mir als Nicht-Horror-Fan wäre das zu langweilig. Mhm. Na, und wenn du dann überlegst, okay, für Kinder, okay, Halleluja, ne, das wäre ein Trauma fürs Leben, aber okay, ne, und zeig dann entschärfen das anders um, ne, und alles ist aber Kind, ne, so, dass es für Kinder angenehm ist, ne, und gut ist. Das ist dann doch ein anderer Teil, ne? Auf jeden Fall. Also die Geschichten, die hätten sich ja auch, denke ich mal, vom Grundprinzip, vom Grundgerüst viel zu sehr geähnelt, ne? Also in beiden Geschichten werden die Figuren lebendig, in beiden Geschichten sind die Bösewichte auf die Hilfe der Vögel angewiesen und wollen dadurch dann die Macht an sich reißen, ne? Ich hätte dann auch gedacht so, okay, da sagt sich der Zuschauer, Moment, das hatten wir schon mal. Invasion der Vögel ist Guss in, ja, erwachsenengerechter Variante, ne? Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ne, das ist alles scheiße, doppelt braucht man das nicht. Eine Story reicht und die machen wir dann richtig cool und ja, dann ist es halt am Ende die Kindergeschichte geworden, weil die können sich ja dann auch die Erwachsenen ansehen. Also ist ja für alle da was dabei. Ja. Kleine Bruder vom Horrorfilm. Ja, genau. Wie erziehe ich mein Kind zum Horrorfilm? Wie war das für dich, als die Story fertig war? Hatten wir uns ja privat ein paar Wochen später nochmal getroffen und haben uns mal Staffel 1 angeschaut. Wir haben da ja an dem Tag einen Marathon gemacht und uns alle 5 Folgen angeschaut. Wie war das für dich so, die Vorgeschichte zu unserer Geschichte dann plötzlich zu sehen und man denkt sich so, das ist jetzt die Vorgeschichte? Okay. Es war sehr, sehr komisch. Ja. Weil du, wie lange saß ich an der Geschichte dran? 2 Tage. Wenn das so schnell wäre, ne? Ich glaube,
war das 1-2 Monate? So ungefähr, ja. Es war unheimlich lange. Also die Geschichte an sich, die wurde ja schon leicht entwickelt. So, ich musste mich mal umsetzen. Die wurde ja leicht entwickelt so in den Jahren 2014, 2015, 2016. Ne, so in den 3 Jahren wurde die ja so gut es ging entwickelt, und irgendwann kam man dann an seine Grenzen und hat gesagt, ja, das Grundgerüst steht, das ist ganz geil, aber die Story an sich, das ist irgendwie noch nichts Halbes, noch nichts Ganzes. Und dann habe ich dann halt zu dir gesagt, du Sandra, hör mal, vielleicht hast du ja ein paar Ideen dazu. Ich will da so einen Horrorfilm mit Vögeln machen und das dann zu vereinen oder das dann leicht umzuändern und daraus die 2. Staffel von Gust zu machen. Das war ja ursprünglich gar nicht geplant. Ja, das stimmt. Dementsprechend war das auch so etwas komplett anderes. Ne? Ich meine, man nimmt sich oder man setzt sich ernsthaft vorm Laptop. Ne? Man denkt sich, okay, oder ganz am Anfang sogar noch, um einen Schritt mal vorher zu gehen, denn direkt planungslos am Laptop ist eigentlich nicht so der beste Gedankenzug, weil man braucht ja erstmal Ideen. Also ich bin diejenige, die sich hinsetzt. Ich mal mir eine Mindmap, indem ich ernsthaft dann wie dazu damals den Titel mir aufschreibe. Und okay, ne, vielleicht auf einen kleinen Zettel, dass ich so ungefähr das Genre noch oder nicht vergesse, dann halt mir das aufschreibe und mir dann überlege, okay, was könnte es sein? Ne, was ist in dem Sinne horrormäßig? Was könnte passen? Ne, teilweise, ich glaube, ich habe allein da für den Film oder für die Geschichte in dem Sinne, ich glaube, 3 oder 4 DIN A4 Seiten ernsthaft dann rumgezeichnet und was könnte, was sind so kleine Unterthemen von exakt dann irgendwie dem Bereich. Ich habe beispielsweise einen Jahrmarkt dann gedanklich entworfen. Ja, genau, das weiß ich sogar noch, daran kann ich mich noch erinnern. Genau, und in dem Bezug hat dann halt, okay, ne, dann kam dann halt, in was für eine Umgebung ist der, ne? Was ist dort? Na, und in dem Bereich, ich glaube, ich habe ernsthaft da eine halbe Woche Pause gemacht, wo ich dann mir dachte, boah, so ein Horrorclown sollte da sein. Und das wäre auch mega, ne? Und zumindest fände ich das dann halt, ich würde tot umfallen, so ungefähr, ne? Aber in dem Sinne, wo ich mir dann auch dachte, ne, aus diesem Spiegelkabinett habe ich dann mal eingebaut. Yeah. Und ja, ne, das ist dann halt so dieser, man rennt um sein Leben, ne, hat ein Spiegelkabinett dort, man sieht aber nicht, ob da irgendwie vielleicht eine Paneele weg ist, ne, eine Spiegelpaneele, und ob dieser Horrorclown da vielleicht steht und nicht einfach nur, ich sag mal, abgespiegelt wird, ne? Dem Winkel, ne? Und in dem Bereich, da ist auch halt dieses, ne, was gibt es dort, ne, was ist dort, in der Umgebung, ne, man muss ja dann auch sich überlegen, okay, inwiefern ist dann vielleicht die Zivilisation weg, ne, was, die ganzen Marionetten, die sind ja zum Leben erwacht, ne, wie, die haben jetzt nicht die gleichen Interessen. Ne, das muss man ja auch einfach mal so sehen. Ne? Und das stimmt. Die können jetzt nicht dann sagen, okay, und einfach alle mal den Ausflug dorthin und so. Ne? Der eine, der sagt nö, der andere sagt ja, und der andere vielleicht dann ja, vielleicht. Und der sich aber mitschleifen lässt und im Grunde dann vielleicht sagt, hey, war ja jetzt auch doch nicht so die schlechteste Idee. Ne? Und das muss man ja auch dann halten. Ne? Und vielleicht, das ist auch etwas ganz, ja, irgendwie so dieser Place to be ist, ne, wo ein jeder ist, aber ja, genau, ne, und sowas dann halt beispielsweise in diesem Horror-Genre mal halt, ne, und wenn man jetzt mal sich überlegt, ne, dass es halt komplett anders ist, ne, und im eigenen Kopf man sich denkt, ah, guck mal, ja, so das und das war bei mir, und was siehst du da gerade, und okay, ja,
oh, ups, ne? Ja, es war sehr interessant, ne? So diese Kombination aus beiden dann halt echt mal zu sehen, ne? Ja. Schon allein, weil klar, teilweise, ich habe mir jetzt nicht zwingend dann noch irgendwie so einen Action-Thriller Horror-Thriller ja. dann halt angeguckt, ne? Ja. Aber ich habe mich dann doch sehr mit mir selbst dann beschäftigt und was ist für mich Horror und wie ist es und vielleicht, wen kenne ich, der Horror mag und der da vielleicht trotzdem auch zusammenzucken würde, ne? Mhm. Und in dem Sinne habe ich dann halt überlegt. Ja. Und ja, ich habe dann halt in dem Sinne versucht, das Beste schlussendlich draus zu machen. Ne? Dass ich sag mal, alle Bereiche vom Genre dann gut genutzt sind, ne? Dass man lachen kann an Stellen, dass man aber auch dann in dem Sinne horrormäßig das hat, mit Blut, mit, dass man sich gruseln doch auch kann, ne? Und genau. Dass man aber vielleicht auch dann so im Bann gezogen ist, dass man sich denkt, da muss doch jetzt was kommen und oh mein Gott, das geht doch jetzt nicht gut, oder? Ne? Und das alles dann halt zu kombinieren, genau. Das geht zum Abend hin. Aber das war halt die große Herausforderung. Und ich glaube, diesen Spagat von diesem Genre, was mir jetzt nicht so wirklich mächtig ist, weil ich bin halt überhaupt kein Fan. Ich glaube, ohne mich, keine Ahnung, wie loben zu müssen oder zu, ne, dass ich das nicht werde, aber ich glaube, da ist mir recht gut gelungen. Also ja. Ich war doch recht zufrieden mit mir, ne? Sonst hätte ich es auch gar nicht abgegeben, ne? Mein Vorschlag. Aber ja, doch. Also ich glaube, ich habe das für mich Beste dann gemacht. Ne? Definitiv, also würde ich auch sagen. Also ich denke mal, man hat bei Gust 2 und deswegen denke ich auch, das ist auch ein großer Punkt, wo man sagen kann, die Staffel 2 ist noch mal eine Schippe besser als Staffel 1 oder auch spannender, mitreißender, weil halt wirklich alle Aspekte vertreten sind. Sowohl hat man lustige Szenen als auch spannende, als auch gruselige. Aber bei den Gruseligen hat man dann ja halt für die Kinder es heruntergeschraubt, dass es nicht bestialisch wurde, sondern einfach nur die Atmosphäre in der jeweiligen Szene düster wird, ne? Und dass man dann merkt, okay, der Bösewicht kommt gerade um die Ecke oder er hat einen neuen fiesen Plan, dass die Szene dann nicht lustig aufgezogen werden kann, sondern halt schon etwas gruselig, etwas geheimnisvoller. Es spricht halt für sich, aber ich finde, wir haben da eine sehr, sehr gute Mischung gefunden, besonders als es dann hieß, okay, wir packen diese zwei Geschichten zusammen und machen dann daraus eine zweite Staffel von Guss. Und da ist einfach unheimlich viel Arbeit von dir mit drin, ne? Und das vergisst man immer ganz gerne. Weil du als Sprecherin bist du ja auch in vielen Keduma-Projekten tätig. Jetzt bei Gust 2 warst du es nicht und deswegen vergisst man das ganz gerne. Aber der Erfolg, der sich da hoffentlich breit machen wird für Gust 2, der ist auch zu einem unheimlich großen Teil dir zu verdanken. Und das darf man nicht vergessen. Das passiert sehr, sehr oft, ne? Und du hast da unheimlich viel Tolles reingebracht. Und ich denke mal, ohne dich wird die Story auch nicht so geil werden. Also, ja.
Aber ich, da bin ich schon froh, dass wir das am Ende dann zusammen gemacht haben und dass wir sagen können, das ist unser beider Projekt. Genauso wie wir das auch schon bei Gockel Fallada und der Vagabund gemacht haben. Da haben wir ja auch zusammengearbeitet an einer Story. Und war schon toll. Und ich freue mich dann natürlich auch schon drauf. Klar, Ideen werden gesammelt und ausgetauscht. Und eine Idee wurde ja auch schon fürs Ende von Staffel 2 von dir mit übernommen. Und also du kannst ernsthaft froh sein, dass wir kein Videochat machen haben. Also ich sitze hier und gefühlt, ich bin bei so viel Lob schon heavy sehr. Bist du knallerot? Nein, aber es muss man auch mal sagen, ne? Also was die Storyline von Gust 2 angeht, das war ja, kannst du schon sagen, zu 95% dein Verdienst. Ne, also quasi ich habe das Grundgerüst gemacht und dann kamen mir nach dem Grundgerüst keine Ideen mehr und dann habe ich gesagt, Sandy, jetzt mach du einfach mal weiter, mir kommen keine Ideen und wenn du fertig bist mit der Story, dann sagst du Bescheid und dann setze ich meinen Namen drunter, ne? Und ja, also es war auch eine extreme Herausforderung, weil blöd gesagt, als ob man irgendwie klar, es war so, man kann es sich vorstellen, als ob man irgendwie alleine irgendwo im Ozean ist und irgendjemand kommt an und gibt einem keine Hilfe, sondern irgendwo ein Glas mit Wasser, so ungefähr. Genau, richtig. Ne? Weil ja, man hat dann nur diese, ja, so soll es heißen. Ne? Und das Genre wär's und irgendwie ja mit Angriff der Vögel. Ne? Genau, ja. Das war's ja nur. Und wie willst du daraus was machen? Richtig, richtig. Also teilweise, klar, also man hat dann auch schon, ne, wo man sehr kurze Nächte hat, weil dieses Thema geht einem nicht aus dem Kopf. Ja, absolut, absolut. Oder man ist dann irgendwie, ich glaube, boah, was habe ich? Ich glaube, ich habe irgendeine Dokumentation mir angeguckt und irgendwie dabei, dann auf einmal wurde dann auch, dann dir dachtest, ha, okay, und was dann am Schreiben, ne? Wo ich dann auch blöd angeguckt wurde, wo ich dann auch meinte, oh, Entschuldigung, ne? Weil ich dann in dem Moment dann halt nicht alleine dann halt im Raum war. Ja. Aber okay, ne, dann war halt so dieser Moment von, oh, da ist was, ne? Und, ne? Oder wo man vielleicht etwas aufschnappt, wie halt, der Maya-Kult, ne? Den habe ich dann halt beispielsweise ja auch dort reingebracht in Invasion der Vögel. Ja, ne? Das und stimmt. Das beispielsweise, wo ich mir dachte, okay, Maya-Kult könnte ja auch, ich sag mal, sehr blutig ausgelebt werden. Ne? Absolut. Ja, genau, warum nicht? Ne? Und wie? Ja, okay, klar, dann hast du einen Baustein. Ne? Wenn wir da vielleicht mal so ein bisschen rum dann spielen, ne, von dem allerersten Schritt, ne, der Mindmap. Ja. Okay, dann hast du vielleicht, sprechen wir, glaube ich, von nicht mal 1%, was du dann hast, ne? Ungefähr, von der ganzen Geschichte. Ne? Richtig, alles genau. Ringsherum, ne? Dann hast du dieses, okay, ja, du hast Maya-Kult. Okay, ne? Wie willst du das einbauen? Okay, kann blutig, sehr blutig sein, kann sehr böse in dem Bereich sein, ne? Klar, kann auch sein, dass jemand Interesse dran hat, einfach nur, aber irgendwo habe ich dann doch den Bösewicht dann da drin gesehen, ne? Und dass der halt es sehr, sehr, was heißt sehr übertreibt, aber sehr sich da rein lebt, dass der halt gefühlt irgendwo da, ja, da sich richtig sehr besessen davon ist, ne? Und auch so diese von, was ja im Maya-Kult dann war, halt diese Opferung. Richtig, ne? Und irgendwo, so habe ich das ja auch dann da untergebracht gehabt. Und so kommen auch Zufälle zusammen, ne? Dass man dann ernsthaft wieder, ja, da war glaube ich auch über die Maya-Zeit, ne? Und ja.
der Niedergang und weiß der Henker was. Und ne, dass man dann sich denkt, ah, okay, nee, ey, das doch, das notierst du dir, ne? Und ja, aber da sind halt wenige Zufälle und irgendwo teilweise auch, ich meine, da boah, haben wir da nicht irgendwie telefoniert oder sowas, wo ich meinte, oh, Moment, ich muss mir mal kurz was notieren. Dann ja, kann sein, ja. Ja, irgendwie, man ist ganz normal, ah, man erzählt, was. Man, aber man ist nie wirklich, ich sag mal, mental in so eine Situation, wo man schreibt, ist man nie mental irgendwo auf so einer neutralen Linie. Man richtig, ist immer richtig. Zu einem gewissen Bereich auf so einem, ich sag mal, sind die Radaröhrchen dann überall dann am Peilen, ne? Und sei es, man ist am Essen, sei es, man will schlafen und hat überhaupt keine Nacht, ne? Oder sehr wenig Schlaf, weil man überlegt, oder, weiß ich, wie gerade das Beispiel vom Fernseher kommt. Man, überall könnte ein so ein Gedanke kommen von, ey, da war doch was, ne? Oder auch am Telefonieren, oder ich weiß auch, dass ich mit meinem Freund mal telefoniert habe und zack, ne, dann war's. Und ja, dann sprech mal und schreib dann, ne? Ohne dass es auffällt. Hör mal, du weißt doch, ich bin doch da gerade mal bei. Warte mal kurz, ich bin mal kurz leise, ne? Ja, ne? Es kommt auch jetzt nicht gerade schön rüber, wenn man dann irgendwie, ne, bei dir, okay, man weiß es ja mittlerweile, ne? Dass man dann irgendwie sagt, okay, du, warte mal, für ein Projekt ist mir gerade was eingefallen. Aber es ist schon blöd, wenn man irgendwo mit anderen spricht und oh, warte mal, ne? Dann ist man erstmal da, weiß nicht, 1,5 Minuten ruhig, ja. Weil da ist ja Gedanke. Im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen im schlimmsten Fall, ist es natürlich so, dass darauf noch was folgt, weil man hat dann auf einmal so einen Gedankenfluss, genau, wo man sich denkt, wow, okay, ey, womit habe ich das denn jetzt verdient? Aber wenn es einmal läuft, dann läuft es, ne? Genau. Ja. Und teilweise ist es auch immer in schlimmen Situationen. Also ernsthaft dann, wie beispielsweise im Telefonat. Und ja. Ich weiß auch, dass ich da mal, ne, mit meinem Freund gesprochen habe. Ja, ja, ja. Und aufgeschrieben habe. Und dann irgendwann wurde dann auch gesagt, wieso was? Ne? Und ich dann auch mal, du, ich glaube, ich habe jetzt nicht so zugehört. Nein, und wo ich dann ernsthaft erklären muss, hör mal, das und das war's. Also ich habe jetzt dann doch nicht alles so, glaube ich, verstanden. Aber irgendwie, also wenn es läuft, dann läuft es komplett und dann ist man so im Tunnelfokus und irgendwie, man kriegt es dann irgendwie doch schon mit, aber auch wiederum nicht, was so ein bisschen schwer zu beschreiben ist. Ja. Ne? Eine letzte Frage habe ich noch und ich freue mich natürlich riesig, wenn wir uns beide unter anderem natürlich dann an Guss 3 dran setzen, wo wir ja auch schon einige geile Ideen zusammengetragen haben. Und das ist auch noch recht ungewollt, ne? das stimmt. Ich kann ja schon mal so viel verraten. Am Ende von Staffel 2 tauchen auch sehr, sehr spät 3 Ratten auf. Und als Zuschauer denkst du dir natürlich, was soll das denn jetzt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, doch. Es ist nämlich schon mal so, es hat was mit der dritten Staffel zu tun, ne? Also, der das ist ein kleiner Hinweis. Genau. Besser hätte ich das jetzt nicht formulieren können. Es ist ein kleiner Hinweis auf Staffel 3, absolut richtig. Und das kam ja dann ganz, ganz spontan. Und ich glaube, am allerletzten Tag der Computeranimationen, da wurde das dann noch mit reingebaut, ganz am Ende. Und ich habe mir nur so gedacht, boah, das war jetzt sehr, sehr spät, aber das musste noch mit rein. Das war einfach zu genial, ne?
Und doch, also es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr cooler Hinweis für Staffel 3. Was ich wissen wollte, bei der Geschichte von Staffel 2, gab es da so eine Lieblingsszene, wo du gerne zurückdenkst? Also klar, noch hast du das fertige Material nicht gesehen, du kannst nicht sagen, ach, das war eine Lieblingsszene, die fand ich gut, weil du hast ja noch nichts gesehen, haha. Aber so von der Story, von der Geschichte her, gab es da so eine Szene, wo du sagst, die verbinde ich automatisch irgendwie gezwungenermaßen immer mit dem Projekt, sei es jetzt das Originalprojekt Invasion der Vögel oder sei es halt Guss Staffel 2? Ja, was heißt Lieblingsprojekt? Oder Lieblingsszenen? Ja. Ich glaube, es gibt im positiven Bereich so ein, zwei Sachen, wo ich sagen muss, ja, aber auch im, was heißt im Negativen, aber so, was heißt im Negativen, ja, also, wenn man überlegt, klar, da ist das erste Mal in der ehrlichen Geschichte, wo ich jemanden habe sterben lassen, ne, oder für diesen Horror-Thriller-Genre, ne, das genau. Ist halt auch einige nicht geschafft haben oder die sind dann in einem Hinterhalt geraten oder ja, ne, wurden vielleicht in Anführungszeichen liebevoll verletzt. Richtig, also richtig. Man ist ja so in der Geschichte drin. Ja. Um es jetzt mal in dem, wenn ich den negativen Bereich jetzt erstmal das sage, man ist in der Geschichte drin, man entwickelt eine Geschichte oder die Charaktere speziell auf diese Geschichte. Man hat diesen Anführer beispielsweise, der sagt, hey, und wir, ne, wir machen das und wir rocken das und das wird schon. Ne, man hat vielleicht so diese bisschen Schüchterne, der dann irgendwie sagt, ja, mir ist das aber jetzt gruselig und wir sind jetzt aber schon zu weit jetzt weg und allein finde ich jetzt aber auch nicht wieder, ne, zurück oder, ne, und man entwickelt die Charaktere. Man baut doch schon eine Bindung, eine unbewusste eine Bindung auf. Ja. Und wenn dann irgendwas kommt mit derjenige stirbt, da ist natürlich dann ganz blöd. Ne? Also da ist da so dieses, ich weiß, ich habe mich da sehr schwer getan bei dem ersten, ich sag mal, Mord in dem Sinn, ne? Wo ich dann auch, ich glaube, ein, zwei Abende, wo ich mir dachte, ja komm, setz dich wieder dran, ist alles gut. Und ich saß da nur und ich dachte mir auch, boah, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ich hatte da so eine Schreibhemmung irgendwo, weil ich habe noch nie irgendwie irgendjemand hab sterben lassen. Und da ist natürlich etwas, wo man sich denkt, wow. Na, also da ist glaube ich auch etwas so dieser, einer der ersten Morde oder Tode in dem Sinne sind da ja schon allein in dieser Geschichte drin. Ja. Und allein aus dieser Sicht, glaube ich, wird die Geschichte mir definitiv im Kopf bleiben. Ne? Denn da ist etwas klar, ne? Auch aus der Sicht von, es war eine extreme Herausforderung, ne? Was ich liebe, ne? Und was ich auch sehr gerne aufnehme und annehme, ne? Und ja, ne? Hätte ja auch sein können, dass gefühlt man sagt, okay, es war ein schöner Versuch gewesen, aber na, lassen wir lieber mal. Wenn ein großer Horrorfan sogar sagt, wow, okay, beim Durchlesen, ja, das war gut. Ich glaube, da ist ein Lob, was ich auch sehr gerne aufnehme und wo ich da sagen muss, okay, mit leichter Röte im Gesicht, aber habe ich doch gut dann nur anscheinend formuliert. Ne? Auf jeden Fall, aber ich muss da ja auch noch mal kurz einwerfen, ne? Nicht, dass dann die Zuschauer dann sagen, ne? Um Gottes Willen, Mord und hier und überhaupt, nee, dann lasse ich meine Kinder Guss 2 lieber nicht sehen. Also es war ja das Original und da können wir ruhig schon mal nochmal Entwarnung geben. Also Staffel 2 ist auf jeden Fall düsterer als Staffel 1. Und
geht auch mehr zur Sache, aber dass jemand wirklich, ich sag mal, tödlich verletzt oder ermordet wird, das haben wir dann natürlich dementsprechend passend rausgenommen, damit sich die ganze Familie das anschauen kann. Ne? Aber klar, im genau. Diesem Originalskript, wo mir die Auflage dann, ne, gegeben wurde, hey, mach daraus doch mal bitte dann, ne, traust dir zu, ein Horror-Thriller mit ein bisschen Comedy drin, ne? Genau. Genau. Und das war dann das. Und in der fertigen Serie ist es ja dann bei zwei oder drei Personen, also Figuren, dass die dann halt verschwinden und man nicht weiß, was ist jetzt genau mit denen passiert. Und schlussendlich kommen die dann aber später nochmal zurück, ne? Also die sterben nicht, sondern die sind dann halt für eine gewisse Zeit einfach weg und alle fragen sich, was ist mit denen los, ne? Und das enthorrorfiziert das Ganze ja auch nochmal und macht das Ganze kindgerecht, ne? Ich meine, man muss es jetzt einfach mal auch so sagen, dann aus dieser Horrorgeschichte, ne, Horror-Thriller mit ein bisschen Komik, da halt komplett das nochmal auseinanderzulegen und da das für Kinder zu machen, ist natürlich auch eine riesige Aufgabe, ne, wo oh ja, du dann auch die sehr, 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 sehr auf deine Schultern genommen hast, ne? Ja gut, ja, also, ja. Was da alles dann drinne war, ne, da mal zu sagen, okay, jetzt gehen wir doch auf Kinder über, ne, und machen das jetzt doch nicht auf Erwachsene, schon mal was komplett anderes. Aber warst du da sehr enttäuscht, als es da hieß, ja, die Geschichte ist geil, aber die ganz extremen Sachen, die müssen wir dann leider Gottes doch rausnehmen, wenn wir da eine Kindergeschichte draus machen wollen? Also ich war sehr, sehr neugierig, was du damit machen wolltest, um ehrlich zu sein. Ne? Also auf eine Art habe ich mir gedacht, okay, der Horror-Clown ist weg. Das ist auch so in dem Bereich, wo ich mir dachte, ne? Weil das waren, ich glaube, drei Abende, wo ich allgemein nur daran geschrieben habe, irgendwie, weil war jetzt nicht ganz so. Und klar, ne, das kommt dann auch wieder hoch. Ne? Und aber da mal so diese Neugier, ach, okay, und was wird denn da jetzt raus, ne? Ja. Und wie willst du da überhaupt jetzt auf Kinder gehen, ne? Und klar, dann überlegt man auch, und wie viel hat das, und was für ein Alter, ne? Die Kinder hat ja schon die, ich sag mal, älteren Kinder, ne? So, ja, so ja. Kurz vielleicht vor Teenie-Alter vielleicht, aber... Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber so... Nee, aber man überlegt dann schon, ja, ne? Genau, ja. Also, Grundschule würde ich schon sagen, ne, so alles, was unter Grundschulalter ist, würde ich jetzt noch nicht empfehlen, ne? Da könnte es dann doch ein bisschen zu gruselig werden, ne? Ja, aber man kommt schon im Überlegen, ne? Und man denkt sich selbst, Fall. Okay, ja. Wie und was und wie wird es denn dann aussehen und, es ist dann halt doch, glaube ich, sehr, sehr außergewöhnlich und sehr, ja, wenn man so das fertige Konzept kennt und dann das, wo man sich denkt, ah, ne, okay, ne? ist schon was anderes, ne? Das auf jeden Fall. Aber. Positiven, woran ich denken muss, ist, also da muss ich auch sagen, ist von Invasion der Vögel, wo ich dran saß. Und das war ja der Bereich, von wo der Korax dann halt es geschafft hat und war total erfreut, weil, ne, der Puppenspieler war am Schlafen, weil der hat es geschafft. Und wo er dann halt auch so richtig mit Euphorie weggeflogen ist und ist direkt einmal in einem Badezimmer, wo eine Frau geduscht hat, reingeflogen und wurde dann beworfen mit etlichen anderen und
Keine Ahnung, also da habe ich auch recht, wo ich mir dachte, okay, ja, nee, komm, so ein Trottel oder auch Trotteligen Bösewicht, ja, den möchtest du dann, doch, den machst du dann auch, ne? Und das war natürlich auch etwas, wo ich mir dachte, okay, also da teilweise, ne, wenn ich da dran saß, da hatte ich auch diese Szene dann pop, ne, so diese, boah, ich habe es jetzt endlich geschafft, so, und jetzt, ne, jetzt gehört die ganze Welt mir und die Vögel, die werden da gewinnen und, ne, gedanklich schon woanders sein und nicht aufpassen und zack, dann, der ist auch gegen ein Fenster dann mal geflogen im nahezu der gleichen Szene. Ja. Dann halt im offenen Fenster, wo den etliches hinterhergeworfen wurde und eine schreiende Frau dann halt da drinnen existierte. Und das war halt echt etwas, wo ich mir dachte, okay, ja, doch, nee, also das ist, glaube ich, so eine Mischung aus, ich glaube, Data war so der Bösewicht noch recht, ja, so dieser sympathische, kleine, also klar, der hat schon da, ja, den Pumpspieler zum, ich sag mal, zum Schlaf gebracht, aber da war der noch so eine Mischung aus, okay, guck mal, diese Trottelige, und ja, ne, dann weiß man vielleicht nicht so ganz, was man nimmt man da, ne? Aber irgendwo, das war, ich fand das so sympathisch und ja, ne, das, was dann halt folgte, da denkt man sich auch, wow, krass. Ne, das ist dann richtig, richtig, richtig heftig, ne? Aber okay, oder dann halt ein anderer Rabe. Ach Gott, was hat der gerne gefressen? Jetzt, ich weiß jetzt nicht, hast du das noch im Begriff? Okay, also keine Ahnung. Also ich hätte mir jetzt vorstellen können, so ganz typisch, so eine Käse, ne? In Märchen wird das ja oft erzählt, Raben klauen gerne Käse, ne? Genauso wie die Mäuse. Was man beim Thema Essen hatte, was jetzt auch rot ist, das war, wie heißt das nochmal? Das hat hier der Alligator im Kanal bekommen. Das wurde tatsächlich in das fertige Projekt mit übergenommen. Wie ein Himbeerpudding. Irgendwie die Mitte fehlt, glaube ich. Na? Irgend sowas, wo man sich denkt, boah, ist das eklig, ey. Man hat es dann da weiter und die war so besessen auf dieses Essen und die hat für diese, wo ich mir dachte, okay, wie kann man sowas essen, aber die hat das so geliebt und hat dann immer gesagt, nö, Mama, hier wollt was ja, von mir, ja, also ja, genau, ich genau, möchte das gerne haben. Genau, genau, du, jetzt, jetzt weiß ich es wieder, das sollte so eine Anspielung auf Kartoffelkönig und Zauberer Zacke das werden, weil es da halt dieselbe Figur gab. Und zwar war das Erdbeer-Leberwurst-Pudding. Genau, ja, du hast genau das. Und jetzt, ja, ne, jetzt sitz mal da und denk dir, oh, wie willst du das in Verbindung bringen? Beziehungsweise, wie soll der Charakter dann total vernarrt da drin sein? Aber du selbst, du denkst ja, ne? Nee, also da ist auch so etwas, ja, ne? Aber auch so diese Liebe, diese Hingabe, diese nahezu Besessenheit, dann halt für genau diesen Pudding da zu haben. Ne? Und ernsthaft dann zu sagen, ne, hey, ihr wollt was von mir? Hey, dann möchte ich so und so viel mehr davon. Ja, genau, ja. Nehmt ihr nicht? Ja, dann bleib ich hier, ist mir egal. Richtig, genau, ja. Das wurde ja im Original Invasion der Vögel wurde das immer mehr, dass dann gesagt wurde, ne, dafür möchte ich einen Eimer Erdbeer-Leberwurst-Pudding und dann irgendwie später, boah, diese ganze Schinderei und das alles nur für lausige 5 Eimer Erdbeer-Leberwurst-Pudding und dann ging das immer mehr aufs Ende zu und irgendwann hieß es, ne, und diese ganze Schinderei, ne, undankbare Arbeit und das alles für nur einen Zugwaggon voller Erdbeer-Leberwurst-Pudding, ne? Zugwaggon, da ist ja so ein bisschen übertrieben. Ja, aber du hast nur richtig mitgekriegt, dass, da war ja die Katin, ne?
Genau, die Kathi. Ja. Und wie sie dann halt ernsthaft so versessen und so richtig besessen drauf war und die hat das so geliebt, ne? Und ja. So dieses, ey, weißt du was? Ich kann hier einen Deal machen und jetzt werde ich immer mutiger. Genau. Und jetzt mal gucken, was ich rausschlagen kann, ne? Und ey, ich krieg mein Lieblingsessen. Aber hallo, darum kümmere ich mich, ne? Und das dann halt so mitzukriegen und auch zu verfolgen, ne? Das ist halt auch so eine Szene, wo man sagen muss, ist natürlich mega, ne? Oder halt, wenn man sich vorstellt, ne, dass halt diese leblosen Puppen, diese Marionetten, ne? Ja. Dass sie einfach nur da irgendwo in der Ecke hängen oder die liegen vielleicht auf dem Boden, ne? Und so sich vorstellt, okay, ne? Und wie ist es, ne? Und hey, sie werden lebendig, ne? So gedanklich, ne? Erstehen sie, erwachen sie, ne? Dann der Affe, der dann irgendwo die Bananen futtert, ne? Der andere, der darauf ausrutscht, ne? Und halt, also dieses Flapsige, dieses Krautsige, dieses ja, Schusselige, vielleicht auch dieses das dann so, vielleicht so Spitzbübische, ne? Halt, also diese verschiedene Charaktere dann halt, ich sag mal, nicht auf der Bühne zu sehen, ne? Oder an, ich sag mal, Fäden zu sehen, sondern dann halt ernsthaft gedanklich, dass, hey, die sind erwacht, ne? Die machen das von sich aus, ne? Und was würde dann halt in dem Sinne vielleicht ein Hoppel, ne? Dann halt so, wenn er erwachen würde, wenn er eigenes Leben hätte, was würde er machen? Ne? Beispielsweise. Oder absolut. Notilie, ne? Oder. Ja, ne? Also Kathi hat es ja ins fertige Projekt geschafft, allerdings natürlich nicht als Kathi, sondern als verwandelter Zauberer Zoppo. Und auch Hoppel und Ottilie sind in einer Szene zu sehen, wenn auch nur als Komparsen im Hintergrund. Aber ja, das mussten wir uns geben. An einer Stelle sah das sogar so aus, wie wenn... Hoppel und Ottilie sind hinter Gretel und Zoppo entlang gegangen, so von links nach rechts. Und dann ist Hoppel wohl nochmal zurück und wollte irgendeinen Quatsch vor der Kamera machen, so nach dem Motto, hallo, wird hier gerade gefilmt, komme ich ins Fernsehen? Und Ottilie zieht den dann irgendwie am Arm und zieht den dann mit aus dem Bild. Ne? Das war ursprünglich gar nicht so geplant, aber als ich mir dann das Rohmaterial angesehen habe, ich so, das lassen wir so, das ist genial, das ist cool, das bleibt so, ne? Also, dann gab es da ja auch nochmal ein Wiedersehen mit dem Papagei Brumm und auch noch Gastauftritt, klar, von mir zum einen. Ich werde ja auch nochmal einen Gastauftritt in Staffel 3 bekommen, denn ich muss ja auch wieder wach werden. Allzu lange im Schlaf, das sollen wir dich nicht vergessen. Genau. Und in Staffel 2 gab es ja auch noch Gastauftritte von Oma Inge und Opa Herbert, auch mit der Originalbesetzung der Stimmen, was ich sehr, sehr cool fand. Dass die gesagt haben, ja gut, sind nur 3-4 Sätze, aber... Ja, sprechen wir ein, wir machen den Quatsch mit, ne? Auch wenn das jetzt halt nur ein sehr, sehr kurzer Auftritt ist, aber war mega cool, die auch mit an Bord holen zu können. Ja, natürlich Tatze in der Rückblende wieder als Dinosaurier. Wo ich auch nochmal hier sagen muss, ja, sie hat die Dinosaurier eingekreischt. Das glaubt man oft gar nicht. Da denkt man, das sind sonst irgendwelche Geräusche, woher wir die auch aufgenommen haben, keine Ahnung. Aber nee, das wurde tatsächlich von unserer Sprecherin Tatze eingesprochen. Ursprünglich war das ja so, sie wollte den Fritz einsprechen in Staffel 1. Das ging dann aber zu dem Zeitpunkt nicht, aufgrund von privaten Umständen. Dann hat sie aber gesagt, in Staffel 2 möchte sie es dann machen. Dann war es wieder
Und ich so, ja, ist in Ordnung, ne? Also die Dinos, die waren ja eher der Schrei der Dinos, das war ja eher ein glücklicher Zufall, wo wir es dann aufgenommen haben und gesagt haben, ja, das können wir benutzen. Aber für Staffel 3 hat sie gesagt, da will sie unbedingt den Fritz einsprechen. Da kann kommen, was will. Das versucht sie schon seit Jahren und jedes Mal ist was dazwischen gekommen. Aber diesmal für Staffel 3 will sie ihn unbedingt einsprechen, so wie es eigentlich seit Staffel 1 auch geplant war. Aber immer verschoben werden musste. Und ja, und am Ende hab ich den Fritz dann halt eingesprochen, ne? Aber ja, ich kann, was Tatzes Stimme angeht, ihr dann natürlich nicht das Wasser reichen, aber ich denke, ich war eine akzeptable Zweitbesetzung dafür. schon über zwei Staffeln hinweg. Das ist traurig. Aber man muss ernsthaft sich dann auch so ein bisschen da reinversetzen, ne? Richtig. Ich meine, wie synchronisiert oder was für eine Stimme möchtest du dann den Dinos geben, ne? Genau, ja. Würde ich mal sagen, so, wo ich mich zurückerinnere mal, ne, die Stimme des Waldes. Ja, okay, bei den wie machst du das, Filmen, ne? Ja. Bis dann irgendwann, okay. Ja, okay, ne? Das ist sie jetzt, glaube ich, ne? Genau, genau. Also bei der Stimme des. Ja, genau, bei der Stimme des Waldes in den Monsterrücken-Teilen, da hast du ja lautes Flüstern. Ich weiß, das klingt total falsch, aber es war ja lautes Flüstern mit einer geheimnisvollen Note. So hast du ja in etwa den, wenn man es beschreiben müsste, die Stimme des Waldes eingesprochen. Auch so neugierig machend und in den Bann ziehend mit der Stimme. Und damit man dann halt als Zuschauer sofort erkennen konnte, okay, das gehört keiner direkten Figur, die man sehen kann, sondern die Stimme des Waldes ist unsichtbar, weil es ist ja nur eine Stimme, haben wir die Tonspulen ja dann doppelt gelegt, dass ein Echohall vorhanden war und das war dann halt das Endprojekt, ja doch, das Endprojekt dazu, ne? Aber es, klar, find erstmal jemanden, der das genauso einsprechen kann, dass es am Ende dann trotz einer Bearbeitung dann aber auch so klingt, ne? Und das war dann natürlich auch ein Glücksgriff mit dir, auf jeden Fall. Nein, ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Ja. Auch wenn es so ein kleiner Prozess war, ne? Denn klar, wie sollen bestimmte Dinge sich anhören, ne? Richtig. Ein Wald, da ist klar sehr viel Wind, ne, oder Luft, oder klar, dementsprechend ist auch sowas langes, langgezogenes Flüstern, sowas, war das Optimale im Nachhinein, ne? Also ich glaube, auch wenn wir uns irgendwo hinsetzen würden, das Beste ist und bleibt genau das. Und ich denke, klar, ne, das mit den Dinos wird das auch sein. Doch, da bin ich sehr, 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 sehr dafür überzeugt. Ja, auf jeden Fall, ne? Also da kann man wirklich nur sagen, Hut ab an alle Sprecher, weil nicht nur an die Sprecher, sondern an generell alle, die im Hintergrund wie auch im Vordergrund da an dem Projekt beteiligt waren, weil in dieser Kombination ist die Geschichte ja zu dem geworden, was man dann halt am Ende gesehen hat. Und ich glaube, das war genau die Mischung, die eine zweite Staffel auch so gebraucht hat, ne? Und zum Schluss, ich habe ursprünglich gedacht, ja, 5 oder 10 Minuten nehmen wir auf. Wir sind seit einer Stunde am Aufnehmen.
Ich, ganz ehrlich, also die Zuschauer werden es im Vorfeld schon wissen. Wir wissen es erst ab jetzt gerade. Ich werde bei dem Making of zwei Videos machen, weil für ein Video ist das einfach zu lange. Da werde ich im ersten Video das ganz normale Making-of machen und das zweite Video wird dann komplett dann halt unser Gespräch sein, aber das ist jetzt absolut spontan, das war vorher gar nicht geplant. Aber ja, das ist das Problem, wenn Leopold uns beide, also Sandy und mich, also ein Mikrofon in der Hand drückt und sagt, ja, redet mal über das Projekt. Wir könnten stundenlang drüber erzählen, weil wir kein Ende finden. Wir sind da ganz, ganz schlimm. Also es gibt Keduma-Sprecher, die können das ganz entspannt, locker, flockig, kurz, knapp. Sandy und ich können es aber nicht. Wir können uns da einen Knoten in der Zunge reden, so nach 3-4 Stunden. Wir haben immer noch Gesprächsbedarf. Und ja, das sieht man ja jetzt mal wieder, ne? Ja, auch damals bei den Podviews. Ich glaube, dein Podview wie auch meine beiden Podview-Folgen sind mit die längsten Folgen. Ich glaube, mit Abstand die längsten Folgen. Weil wir einfach so viel dazu zu erzählen haben. Ich glaube, es ist aber auch so, wir wollen es so transparent wie möglich auch machen, dass man so einen guten Einblick haben kann. Ne? Ja. Dementsprechend habe ich auch von der Mindmap beispielsweise erzählt. Ne? Und dann diese leichten Aufbauarbeiten von der Mindmap, von ein, zwei Ideen, von dann halt eben am Laptop setzen, an dann halt so kleine Unterthemen, was man vielleicht von Büchern her kennt. Ne? Dann Kapitel 1 ist dann der und der Bereich, Kapitel 10 ist dann vielleicht die große Reise oder bei Senka was und halt all sowas und ja, ne? Und dann steigert es sich dann in dem Sinne. Ne? Und ja, ich glaube aber auch, das ist bei uns, wir reden über Stunden, wie du es erzählst. Ja. Und wir bekommen immer irgendwelches Feedback, was heißt irgendwie dann meistens auch Ideen. Ne? Wie dann halt was gesagt wurde, dass dann schon die nächste Idee für Akkus 3 dann halt auch aufgeschrieben wurde. Ne? Aber auch wir vergessen halt auch dabei die Zeit. Ne? Ja, das ist das Schlimme. Den anderen gehen wir auf den Sack. Bestimmt hat schon die Hälfte der Zuhörer gesagt, boah, Hilfe. Ja, und die andere Hälfte, die denkt sich so, oh, jetzt kommen aber richtig ordentlich viele Details zum Vorschein zu Staffel 2. Also da ist ja dann doch schon unheimlich viel entstanden. Das war also kein Projekt von heute auf morgen übers Wochenende gezogen, zack, hier ist die Story fertig, sondern da hat man, wenn man jetzt hier die Anfangsjahre 014 bis 016 erstmal wegrechnet, sondern nur wo das Ganze mit dir zusammen so richtig Fahrt aufgenommen hat, das hat richtig Zeit gekostet, ne? Das war nicht mal so eben. Also, ich sag mal so, ich fand es recht, es war erstaunlich, wie schnell ich trotzdem fertig war, obwohl das nicht mein Genre war. Das ja, muss ich richtig, echt mal richtig, sagen. Ja. Ne? Schon. Also ich glaube, ja doch, so die Überraschung war so oder so da, so dieses, ach, wie weit bist du jetzt nochmal? Kann ich das nochmal hören? Ne? Da kann ich mich auch nochmal dran erinnern, dass ich tatsächlich auch nochmal gefragt wird, danke. Darf ich mal fragen, was hast du gerade gesagt? Wie weit bist du? Genau, das stimmt. Ja, und ich denke mal, noch mehr werden wir wahrscheinlich für Staffel 3 erzählen können. Und da werden wir dann aber auch erst zukommen, wenn es dann soweit ist. Jetzt haben wir unseren Zuhörern erstmal die Ohren kaputt gequalmt. Die dampfen schon, die glühen schon.
hast du denn noch irgendwas, was du loswerden willst oder was du bei Gus immer wissen wolltest oder gibt's noch irgendwas, wo du sagst, oh Moment, das müssen wir jetzt unbedingt noch kurz erzählen oder kurz noch drüber sprechen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, der Vollständigkeit halber zu dem Thema. Momentan muss ich sagen, fällt mir nichts ein. Wir haben über so viel gesprochen. Ja, definitiv. Da kann ich dir jetzt groß gar nicht mal viel zu sagen. Also ist quasi alles besprochen worden, was es zu dem Thema hätte besprochen werden können. Ja. Ich glaub schon. Wie gesagt, ein Hinweis ist ja auch am Ende versteckt. Genau, wie, ja. Ja, ne, auf Guss 3 und ja, wie es dort weitergeht, da werden wir uns auch mal, ne? Ideen gesammelt, wir werden wir uns zusammensetzen und da wird auch hoffentlich ein ganz, 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 ganz wunderschöner Film. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Serie müssen wir ja da schon ja, zu sagen. Ja, genau, genau. Eine Handvoll Leute, darunter natürlich auch Sandy und ich, Leopold natürlich auch. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Also wir kennen schon das Ende von Guss 3, aber viele Details in der Mitte kennen wir selber noch nicht. Die müssen wir noch erarbeiten. Aber so die losen Ideen, die wir da schon gesammelt haben, da kommt schon was zusammen. Und doch, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool, habe ich das Gefühl. Und ich freue mich auch schon riesig da auf die direkte Zusammenarbeit mit dir und natürlich auch mit allen anderen, wenn es dann so richtig losgeht und wir sagen können, yo, jetzt sind wir richtig offiziell in Guss 3 und jetzt ziehen wir die Geschichte hoch. Also es wird schon toll, aber es wird ein sehr, sehr straffer Zeitplan, denn tatsächlich soll im Frühling nächstes Jahr schon mit dem Drehen angefangen werden. Also zu viel Zeit können wir uns natürlich nicht Auszeit davon nehmen, aber machen wir ja auch nicht. Wir sammeln die ganze Zeit immer ganz, ganz viele Ideen. Genau. Also so eine Pause, gedankliche Pause, ich glaube, kennen wir schon lange nicht mehr, ja, ne? Also irgendwie, man ist gedanklich irgendwo nur bei der Sache und ach ja, und so und das und ach, wäre das nicht noch was? Da ist ständig, nonstop, 24/7. Auf jeden Fall. So, jetzt will ich die Zuhörer aber nicht länger hinhalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Sandy. Das war jetzt ein zweites Making-of-Video erstellen müssen, quasi. aber hat mega Spaß gemacht. Also ich bin ursprünglich davon ausgegangen, ja, 5 bis 10 Minuten, dann ist der Drops gelutscht. Und jetzt reden wir schon. Ich glaube, das Video wird plus minus 1,5 Stunden oder so. Meine Informationen waren auch ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ja, deswegen, das haben wir ganz toll hinbekommen. Ja. Ja, aber wenn's euch, ihr Lieben, gefallen hat, also wir hatten redlich Spaß, wie ihr an der Länge des Videos sehen könnt. Und wir freuen uns schon sehr auf Guss 3. Und nochmal danke für deine Zeit. Für die vielen Dank für die 10 Minuten Interview. Und jetzt spiele ich euch natürlich noch den Abspann ein, aber wir verabschieden uns jetzt schon mal hier an offizieller Stelle von euch. Bleibt uns treu und freut euch schon mal auf Guss 3 und dann sagen wir mal
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.